Servus, liebe Kinderautoren. Schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Heute schnitzen wir einen Spatz. Was brauchen wir dazu? Das ist entweder so ein Multitool wie das Lesserman Signal oder ein Taschenmesser oder ein Automesser. Wichtig ist, dass ihr hier jetzt in diesem Multitool eine Säge und eine Klinge habt. Zuerst skizzieren wir uns auf das Holz den Spatz und dann werfen wir hier unsere Kettensäge an. Und schon sägen wir. Als nächstes fahre ich die Kettensäge aus, weil... So, ihr seht selber, wenn ihr eine gute Säge am Multitool oder am Taschenmesser habt, geht was. Ich schalte es wieder ein, Achtung. Okay, ihr seht selber, man kann ja unglaublich schnell einen Rohling raussägen, wenn man eine entsprechend gute Kettensäge hat. Also ich... Entschuldigung, funktioniert das halt. Ich glaube, da ist der Tank leer. Und weiter geht's wieder mit Sägen. So, und wir sägen jetzt hier einfach ganz genüsslich den Rohling. Also ihr seht, ihr habt meine Säge eingeklappt. Hier haben wir den Rohling. So. Und unsere Säge können wir ausschalten. Ihr seht jetzt, wir haben hier den Rohling von unserem Spatz. Das Ganze erinnert ein bisschen, wenn ihr so in einer Tropfsteinhöhlenführung seid, wenn dann einer sagt, ja, schaut mal da hinten, der Stalaktit, der heißt Mutter Gottes mit Kind. Und man denkt sich, ah ja, und so weiter. Egal, da braucht es jetzt natürlich schon ein bisschen Fantasie, um ehrlich zu sein. Aber das liegt eben jetzt an uns. Jetzt beginnt die eigentliche Schnitzarbeit. Und hier zeigt sich eben, wie gut... wie hochwertig eine Klinge ist, indem wir da richtig schöne kleine Späne wegschnitzen kann. Und das ist auch klar, der Spatz, ihr werdet hoffentlich in eurem Leben schon alle mal einen Spatzen gesehen haben, der ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er ein besonders eckiges Tier ist, sondern gleich ein Vogel und deswegen auch entsprechend rund, damit er gescheit fliegen kann. Und hier können wir die tollsten verschiedenen Schnitte üben. Den Schnitt in den Finger, den Schnitt in den Daumen, den Schnitt in die Hand. Na, Witz, also ihr könnt wirklich euch mal die verschiedenen Schnitztechniken aneignen. Dafür ist der Spatz absolut ideal. Und was auch wichtig ist, wenn ihr ein Messer nicht braucht oder einfach zu klappen das Ganze, dann könnt ihr euch unter die Kinder auch nicht wehtun, wenn sie beim Schnitzen zuschauen. Hier kann ich zum Beispiel mal ausnahmsweise gegen den, zum Körper schnitzen, gegen den Körper schnitzen. Warum? Ja, hier habe ich die Füße vom Spatz und die fangen den Schnitt wirklich ganz gut auf. So, als nächstes tue ich mir die Schwanzel natürlich zuschnitzen. Das wird natürlich ganz spitz, das ist klar, wie es für so einen Vogel gehört. Und auch hier wieder das Ganze abrunden. Ihr seht selber, ich mache hier eine Bewegung, drücke ordentlich drauf auf den Messerrücken und die Klinge arbeitet perfekt vor dem Mora Knife und macht hier wunderbare Späne und ich kann wieder richtig schön vorarbeiten. Ja, hier habe ich nur so Einschnitte von der Säge. Das muss natürlich auch weg, das schaut jetzt auch nicht gerade aus wie der Brüller, keine Diskussion. So. Und ihr seht auch, ich tue jetzt hier den Übergang vom Spatz, vom Kopf zum Rücken entsprechend ausarbeiten, damit das alles möglichst harmonisch und fließend ineinander übergeht. Jetzt hier auch das Kopfhörl, kleine kurze Schritte, Schnitte, aber ihr seht selber, ich kann hier nicht viel passieren. Hier ist gleich das Holz und es würde die Klinge entsprechend abfangen, bevor ich mir dummerweise in den Finger schneide.
immer wieder mal den Spatz drehen und wenden und ansehen, wo kann man hier noch was besser machen, wo muss ich noch ausbessern. Ich sehe jetzt gerade von oben, da der Körperbau, der hat hinten und vorne nicht hin. Der wird in der Mitte ziemlich breit, schaut fast aus wie ein Sumo-Ringer. Das muss natürlich nicht sein, also machen wir das Spatzerl wieder etwas schmäler mit der ganzen Breite von unserer Klinge. Und immer wieder auch Schauer, da herunter zum Beispiel jetzt auch dann die Füße. Die müssen natürlich schmäler sein als der Oberkörper. So. Ja, ihr seht schon, liebe Kinder, Dora, der Spatz, der Sperling, nimmt immer mehr an Gestalt an. Und jetzt müsst ihr einfach wie hier so tiefere Kerben noch ausschmirgeln, wegschleifen. Und da beginnt er mit einem möglichst groben Sandpapier. Das steht immer hinten auf der Rückseite drauf. Das hier ist ein 40er und da schaut ihr, dieser 240er, man sieht schon an der Körnung, dass das ja deutlich rauer und das ist ja feiner. Also wir beginnen immer mit dem rauen und steigern uns dann langsam zu dem Feinen, also die ganz groben Köpse, die ganz groben Kerben und Verschnitzer, die wir da im wahrsten Sinne des Wortes haben, die bessern wir jetzt nochmal mit dem groben aus, mit dem groben Schleifpapier und können auch nochmal hier wirklich an der endgültigen Form des Spatzes nochmal richtig auch etwas ändern, ohne dass wir das Taschenmesser oder das Automesser aufklappen. Ja, und ihr seht, ich bin jetzt mittlerweile schon bei einem feinen 240er Papier und der Spatz kriegt gerade so richtig seine endgültige Form und sieht da wirklich sehr passabel schon aus, weil das Holz, wir tun ja auch die Maserungen fein rausarbeiten, einfach richtig fließende Formen jetzt bekommt, so wie es bei dem Vogel in Wirklichkeit draußen auch ist. Und da, wie gesagt, ist wichtig, dass ihr einen gewissen Vorrat an Schmirgelpapieren in verschiedenen Stärken habt. Ich hörte ja damals beim ersten Lockdown, als das Klopapier etwas knapp geworden ist, dass manche auf Schmirgelpapier zurückgegriffen haben. Ich zum Glück nicht. So, und ich würde sagen, der ist jetzt fertig. Wer will, kann den Spatz noch anmalen. Ich lasse ihn aber so, weil das Holz, das ist Restholz, einfach so ganz nett. Ja, liebe Kinder, Adora, so etwas Schönes wie diesen kleinen Spatz könnt ihr sicher auch schnitzen. Mit Sicherheit noch besser als ich. Weitere tolle Schnitzideen, was ihr drinnen und draußen mit den Kindern anstellen könnt, findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und schaut wieder rein. Macht's es gut, bis dahin. Pfiat, servus.